Ich bedanke mich ebenfalls sehr für die Einladung und freue mich, dass ich meine Geschichte hier präsentieren darf. Die Geschichte von Kreis und Viereck. Es war einmal ein Kreis, der in einer Gemeinschaft von Vierecken lebte. Der Kreis redete wie die Vierecke und verhielt sich wie sie. Es war verblüffend. Er konnte sich sogar für ein Viereck ausgeben, wann immer die Situation es erforderte. Und das kam tatsächlich sehr oft vor. Manchmal genügte es dem Kreis, schlicht gar nichts zu sagen. Immer wenn die Werte der Vierecke, wie zum Beispiel kantig sein, leidenschaftlich hochgehalten wurden, war ein kurzes, doch deutliches Lippenbekenntnis von Vorteil. Der Kreis lieferte das auch immer brav, ohne groß nachdenken zu wollen. Allmählich hörten die Vierecke natürlich auf, das Anderssein des Kreises zu beachten. Seine Rundheit wurde kaum noch erwähnt. Musste sie auch nicht. Die Vierecke betrachteten den Kreis als einen von uns. Der Kreis war bestens über die Geschichte der Vierecke informiert, auch über ihre Eigenschaften. Er wusste zum Beispiel, dass alle Winkel eines Vierecks zusammengezählt auf 360 Grad kamen. Dass alle vier Seiten gleich lang waren, dass alle Vierecke vier rechte Winkel und vier Symmetrieachsen hatten und dass ihre Diagonalen gleich lang waren, senkrecht zueinander standen und sich stets halbierten. Eigentlich kannte er sich besser mit diesen Vierecken aus als die Vierecke selbst, denn der Kreis wusste, dass sie in Wirklichkeit Quadrate hießen und dass es tatsächlich weitere Vierecke gab, die unterschiedliche Eigenschaften aufwiesen. Warum die anderen Vierecke in der Gemeinschaft nicht erkennbar waren, wurde selten thematisiert. Warum die Quadrate den Namen Viereck für sich alleine in Beschlag nahmen, auch nicht. Und vermutlich lebte es sich genau deswegen dort so gut. Eines Tages erschien ein anderer Kreis in der Gemeinschaft der Vierecke, ein Kreis, der sich nicht verstellte. Möglicherweise wusste er nicht, dass er dies hätte tun sollen. Oder, und das ist wahrscheinlicher, er war zwar genauestens über die Verhältnisse in der Gemeinschaft informiert, weigerte sich jedoch, die Strategien des ersten Kreises anzuwenden oder weiterhin anzuwenden. Wie dem auch sei, es drohte ewig zu dauern, bis die beiden Kreise den Mut und das Vertrauen fanden, sich miteinander zu treffen, aber irgendwann schafften sie es schließlich doch. Irgendwann begegnete sie einander, erkannten sich selbst im jeweils anderen, samt ihren wunderschönen Narben, samt ihren perfekten Macken. Zum allerersten Mal in ihrem Leben konnten die beiden Kreise einfach sie selbst sein, vollkommen und verletzlich. Sie unterhielten sich über einiges und ihr gemeinsamer Wortschatz erweiterte sich um wunderbare neue Wörter wie rund und geschmiedig. Das Wort das Wort Ecke wurde nicht ein einziges Mal erwähnt. Die Kreise kugelten sich bis tief in die Nacht vor Lachen, bis ihre Ränder bebten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Folgerichtig wollten die Vierecke am nächsten Tag eine leicht nachvollziehbare Erläuterung dafür bekommen, warum die Kreise in der Nacht so viel Lärm gemacht hätten. Der erste Kreis versuchte die Sache mit rund und geschmeidig zu erklären, doch die Vierecke guckten nur fassungslos. Der zweite Kreis drehte sich mehrmals um sich, um das Ganze bildlich darzustellen, aber die Vierecke waren immer noch nicht in der Lage zu verstehen. Denn die Geborgenheit des Nicht-Wissen-Wollens ist verführerisch leicht mit einer vorübergehenden, oberflächlichen Verwirrung zu verwechseln. Und da die Kreise nie wieder so sein würden, wie sie bisher immer gewesen waren, drohte es in der Gemeinde zu einer Spaltung zu kommen.
manch eine quadratische Träne würde vergossen. Es gab zum Glück einen Plan B. Eines der Vierecke war einmal in Ausland gereist und hatte dort eine komplett neue Formgemeinschaft entdeckt, die sich selbst als Dreiecke bezeichnete. Und weil die Kreise auch irgendwie anders wären und erkennbar von woanders herkämen, sollten sie eben komische Dreiecke heißen. Die Kreise waren selbst ebenfalls glücklich mit der neuen Bezeichnung. Schade, dass sie sich in der kurzen Zeit nicht einen eigenen Namen haben ausdenken können. Aber immerhin wurde endlich anerkannt, dass sie eine eigene Formidentität hatten. Jahre später in einer Gemeinschaft, in der viele verschiedene Formen lebten, von denen die meisten aber immer noch Vierecke waren, begannen die komischen Dreiecke zu erkennen, dass die Bezeichnung komische Dreiecke eigentlich vollkommen falsch war. Sie waren keine komische Dreiecke, sondern Kreise. Und sie waren weder winkellos noch nichteckig, sondern rund und geschmeidig. Die Debatte über die neue Bezeichnung war langwierig. Viele Vierecke machten sich über die komischen Dreiecken lustig und taten die Sache als Wortspielerei ab. Sie meinten, es sei nicht wichtig, was gesagt wurde, solange alle wüssten, dass mit dem Gesagten alle dasselbe meinten. Und weitere Vierecke klammerten sich an der Tatsache fest, dass die Bezeichnung komisches Dreieck in einer Zeit entstanden sei, wo das Wort komisch nicht beleidigend war und deswegen auch jetzt nicht beleidigend sein könne. Und einige der komischen Dreiecke selbst waren schon zu alt oder hatten sich der Ansichten der Vierecke zu sehr angepasst, um sich ernsthafte Gedanken über diese neumodischen Kreise zu machen. Warum über Differenz nachdenken? Alle Formen waren ja gleich. Alle Formleben zählten. Bei den Vierecken gab es nur wenige, die die Kreise wirklich ernst nahmen. Irgendwann in ferner Zukunft werden Kreise, Quadrate, Dreiecke, Rechtecke, Rauten und Parallelogramme in einer Gemeinschaft leben, in der alle wissen, was gerade, rund, kurvenförmig und eckig bedeutet. Jede Form wird ihren eigenen Namen für sich gefunden haben und wird in der Lage sein, sich auszutauschen, ohne anderen Formen mit ihrer Sprache zu beleidigen. Vielen Dank. Sind die an? Ja. Ah, Dankeschön, tolle Geschichte. Vielen Dank. Ich habe sie davor ja auch schon beeindruckend gelesen. Das hat mich immer wieder Spaß gemacht, habe mehrmals durchgelesen. Ich muss ja zugeben, meine Geschichte mit dem Pinguin ist ein bisschen geklaut. Markus Kurt hat die schon ganz oft bei uns Grünen erzählt. Ich gestehe, Plagiat. aber ich fand die trotzdem so schön, darum habe ich gedacht, ich erzähle die nochmal. Bei dir war das so für mich, dass ich die durchgelesen habe, deine Geschichte, und irgendwie gedacht habe, ja, da muss man doch schon sofort drauf kommen. Warum ist da noch nie jemand drauf gekommen? Aber ich habe es so noch nie gehört. Wie bist du da drauf gekommen? Wie, also ich war ein bisschen... Yeah. Ich habe die Geschichte, ich glaube, vor 25 Jahren geschrieben. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin 46, das ist sehr wichtig. Ich habe die Geschichte geschrieben, als ich eine Auseinandersetzung hatte mit einem guten Kumpel von mir. Wir haben uns über das Wort Eskimo ausgetauscht. Und er war der Meinung, dass das ein ganz normales Wort sei. Und was ist das mit dem Political Correctness? Und das hat ihn genervt, dass es ständig neue Wörter, die vermeintlich nicht gut sind und so, gibt. Das war in England. Also ich habe die Geschichte dann auf Englisch geschrieben. The Circle and Square Story hieß das. Und komischerweise, ich glaube, das hat das mit diesem Humor und dieser Abstraktion, das hat irgendwie auch, er hat
er fand es einleuchtend, die Argumentation. Und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich natürlich mitbekommen, dass es ähnliche Diskussionen um andere Wörter gibt. Ich habe das dann vorgetragen bei einer Tagung, und die Geschichte ist zum ersten Mal veröffentlicht worden in einem Buch, das heißt Wie Rassismus aus Wörtern spricht. Und ich hatte das selbst übersetzt und habe dann gemerkt, also Viereck und Square ist nicht genau das Gleiche. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich das falsche Wort benutzt habe, und deswegen habe ich die Geschichte nochmal auf Deutsch, also nochmal adaptiert, damit das besser passt. Aber das mit der Political Correctness ist, glaube ich, schon mal ein guter Hinweis. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also dieses, ist ja auch manchmal in Deutschland gerade im Augenblick dieses, man muss doch mal sagen dürfen und sowas, damit, ich habe immer das Gefühl, man argumentiert damit, keinen Anstand haben zu dürfen. Einfach dieses, ja, also ich habe neulich mal geschrieben, einfach, früher hieß es Anstand. Also wie spricht man übereinander, was zeigt man Respekt gegenüber? Also das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, also dann, weil man jetzt das Political Correctness nennt und dann sagt, wir wären die Sprachpolizei, aber jeder hat ja Wörter, die er nicht für sich haben will. Ja, ich habe so darüber nicht nachgedacht mit dem Anstand. Ich glaube, es gibt immer diverse Motivationen, viele verschiedene Gründe, warum eine Person sich weigert, die Sprache zu verändern. Manchmal ist es aus Trotz, manchmal hat man das Gefühl, es wird einem was weggenommen. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die tatsächlich einfach ihr Leben lang einfach tatsächlich mit sehr viel Respekt anderen Leuten gegenüber immer ein bestimmtes Wort benutzt haben und zum ersten Mal jetzt hören, dieses Wort ist respektlos oder beleidigend, und wundern sich und denken über sich als in der Vergangenheit, oh, wie viele Leute habe ich mit diesem Wort verletzt. Und ich glaube, das Problem ist diese Verunsicherung, die gespürt wird, oh, ich habe etwas nicht gewusst und jetzt habe ich ein gestörtes Verhältnis zu meinem Gegenüber, und das darf nicht sein. Ich darf nicht böse sein oder verletzend sein. Und das ist dann, es gibt so eine Selbstverurteilung. Und um dieses abzuwenden, sagt ein Mensch, nee, das kann nicht sein. Ich bin ein guter Mensch und deswegen ist das nicht, diese Verletzung nicht passiert. Also, ne? Also die andere Person ist einfach zu sensibel. Und ich wünsche mir, wir würden eine Haltung einnehmen können, die sagt, nee, natürlich, ich bin ein Mensch, ich bin eine Person, ich habe meine Lebenserfahrung und mein Wissen, aber eine andere Person hat völlig andere Lebenserfahrungen. Und wenn Sie sagen, dass in Ihrer Lebenserfahrung es gehört dazu, dass dieses Wort verletzend und beleidigend ist, dann habe ich was Neues gelernt. Ich freue mich. Ja. Also ich fand das auch ganz ich fand das auch ganz gut, weil wie ich bei OTO war, ist eine Selbstorganisation hier von schwarzen Menschen in Berlin, die haben auch mir dann nochmal so deutlich gesagt, im Prinzip erstmal, jeder ist ja Rassist, also man kommt ja aus diesen ganzen Zwängen, die man hat, nicht raus, aber es ist auch wichtig, immer wieder mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, habe ich jetzt hier was falsch gemacht, also dieses Lernende. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, den unsere Gesellschaft noch weiter muss, aber da frage ich mich immer, wie man da auch nochmal ein bisschen mit hinkommt bei so einer Beschwerdekultur, sage ich mal, wie man die verbessert, weil wenn jemand sagt, hier ist was Rassistisches passiert, dann gibt es ja immer sofort die Abwehrreaktion. Özil hat man das ja sofort gehabt, bei der Nationalmannschaft, nee, natürlich der DFB, da gibt es keinen Rassismus. So, ja. Das, auf keinen Fall, das ist der Hort der Vielfalt. Also wie kommt man da weiter hin? Das finde ich schon, also diese Anerkennungskultur auch dazu zu lernen, weil natürlich, ich würde für mich sagen, ich bin auch, mache auch ständig Fehler, ja? Gehe auch ständig wieder auf Punkte ein, die man nicht hätte sagen sollen, aber man muss ja lernen, also dieses Anerkennen, dass jemand lernt oder nicht, aber diese Barriere dessen, was du ja auch beschrieben hast, dieses dann will ich lieber immer der Gute sein, das geht ja gar nicht. Wir möchten es aber alle versuchen. aber versuchen ist ja gut, also ja. Versuchen finde ich ja nicht falsch, in dem Sinne von wegen aber auch die Offenheit zu haben, dazu zu lernen. Ja, und es gibt eine Instanz irgendwo, diese Instanz sagt, ja, das ist richtig oder nein, das ist falsch. Und ich glaube, diese Instanz, wir haben uns immer einer bestimmten Instanz orientiert, sage ich mal jetzt, die Kultur, wie auch immer die deutsche Kultur ist, also die deutsche Kultur war die Instanz und die hat uns gelehrt, durch Bücher, durch Geschichten,
Romane, wo bestimmte Vokabular benutzt werden, das ist richtig, das ist die richtige Sprache. Und jetzt kommen vermeintlich neue Menschen zu der Gesellschaft dazu und sagen, wir haben Schwierigkeiten. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, wie ich das beobachte in Deutschland, gibt es Schwierigkeiten, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Natürlich ist Rassismus besetzt in Deutschland mit einer sehr schwerwiegenden Geschichte von dem Nationalsozialismus, von dem Genozid an europäischen Juden, Jüdinnen und weiteren Minderheiten von damals. Und es ist schwierig dann mit so einem Riesenbegriff über Kinderbücher zu sprechen, vielleicht. Aber es gibt eine Linie von dieser Gewalt, Menschen einzuteilen in, wie soll ich das sagen, ohne krasse Worte zu reproduzieren, aber Menschen zu teilen in gut und schlecht, höher bewertete Menschen und Menschen, die vernichtet werden sollen, hinzu, wie bezeichnen wir diese Menschen? Und diese Geschichte ist in diesen Worten behalten, in Begriffen. Und deswegen lohnt es sich genau hinzuschauen, wo kommen diese Worte her, aus welchem Kontext sind diese Wörter entstanden und wie bezeichnen sich die Menschen heutzutage, die sagen, wir wollen uns von diesen Begriffen distanzieren, wir wollen nichts damit zu tun haben, die gehören zu 1933 oder so. Ja. Ja, fand ich auch toll in der Geschichte. Da hat man auch bei dir nochmal gemerkt, dass dieses Abgrenzen, der oft sehr negativ ist, also nicht eckig, nicht gerade. Wie hast denn so prinzipiell diese Reaktion auf die Geschichte bei dir, wenn du die vorträgst? Weil ich meine, ich finde die sehr einleuchtend und wenn du die so vorträgst und man abstrahiert so, dann kommt das alles gut an. Prinzipiell hat man ja in der Gesellschaft, finde ich, schon immer noch ein Riesenproblem, über Rassismus zu sprechen, weil immer gleich diese Barrieren auftauchen. Hast du das Gefühl, so abstrahiert mit so einer, ich sag mal, Fabel oder Märchen, weiß ich nicht, wie du das nennen würdest? Das scheint mit ein bisschen Humor, mit dieser Abstraktion besser zu funktionieren, dass wir in Gespräch darüber kommen. Das ist auch nicht ausschließlich eine Geschichte über Rassismus, es geht in der Geschichte über strukturelle Diskriminierung. Viele Menschen können sich auch in der Geschichte einfinden, entlang Diskriminierung gegenüber queeren Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Und eine Kritik, die ich mal gehört habe, war, die Geschichte würde es festlegen, dass es tatsächlich so etwas wie einen Kreis gibt und tatsächlich so etwas wie ein Viereck gibt. Aber wir sind nicht so. Natürlich stimmt das. Wir sind alle viel mehr als nur diese eine Dimension. Aber ich glaube, die Geschichte schafft es mit wenigen Worten, natürlich ist es alles viel komplexer, darzustellen, wie das ist, in Dominanzverhältnissen zu sein. Also wenn eine Person, ich bin zum Beispiel straight, hetero. Also in der Dimension, wo es um queeres Leben geht, bin ich in der Dominanzgesellschaft. Ja? Und die Geschichte kann mir sensibilisieren dafür, wie es ist, ein queerer Mensch zu sein, um mich dann solidarisch zu zeigen. Da hätte ich auch nochmal eine Frage, wenn man jetzt auch nochmal queer angesprochen hast, aber auch mit den Wörtern, wie du das siehst. Das ist ja immer so schwierig. Manchmal ist es ja auch so, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die Schwulenbewegung anschaue, schwul ist ja auch nach wie vor auch ein Schimpfwort auf den Schulen, so wird so genommen, aber trotzdem gab es auch so eine Emanzipationsbewegung, wo die gesagt haben, ja, ich bin schwul und es ist für mich kein Schimpfwort. Ich würde mich selber jetzt auch als schwul bezeichnen und das nicht abwertend meinen, sondern bin ich halt. Das ist ja aber auch nicht immer einfach, aber trotzdem ist es ja auch manchmal ein Weg der Emanzipation, kann aber auch nicht immer gehen. Wie stehst du zu so Aneignungen oder nicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich ganz normal, in einer Familie kann es sein, dass ich meinen Bruder irgendwie beschimpfe, scherzhaft, wir wissen den Kontext, in dem diese Beschimpfung entstanden ist. Aber wenn eine andere Person von außerhalb der Familie genau die gleiche Beschimpfung benutzt, ist das ganz klar eine Beleidigung. Und ich glaube, innerhalb von Räumen, wo es um selbstbestimmtes Bezeichnungen geht oder Safe Spaces, also innerhalb Räumen, wo queere Leute sich aufhalten, können und müssen Menschen entscheiden, wie sie sich bezeichnen und diese dann als
Reclaiming, ich habe für Selbsteineignungen können Sie bestimmen, aber nur die Menschen innerhalb dieser Räume können das bestimmen. Eine Person von außerhalb kann nur zuhören und respektvoll sein und akzeptieren. Und wenn queere Menschen sagen, ja, schwul ist das Wort, was wir wollen, dann haben Heteros, Heteras das zu respektieren. Das ist auch eine. Wie wichtig ist in diesem ganzen Punkt, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, diese ganze Schutzraumfrage? Also das wird bei uns auch mal wieder viel diskutiert, sowohl in der Partei, auch in der Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Weil einerseits will man sich ja manchmal auch zurückziehen, weil man auch diesen Raum braucht, diesen Schutz. Andererseits ist ja wichtig, wenn man Vielfalt will, muss man auch rein in die Debatte. Und das ist dann oft auch nicht einfach, weil dann steckt man wieder an, dann ist man wieder nur der Böse. So, ja, also das hat man ja auch immer, dass dann immer die Leute, die dann das anklagen, dann immer gleich wieder die sind, die auch dem Vorwurf gemacht werden, haben wir in vielen Bereichen auch, sind wahrscheinlich immer dieselben Frauen, die bei uns dann das Frauenvotum hochhalten und ähnliches. Also nur, wie wichtig ist da dieser Zusammenhang zwischen Schutzraum und rein in den Kampf? Ja, es braucht beides. Es ist, also das sind alles, alle Sachen, die wir machen, ist Mittel zum Zweck. Am Ende wollen wir eine Gesellschaft, wo alle sich entfalten können, alle ne, gleichberechtigt sind. Wir sind einfach sehr lange weg von diesem Ziel und dann brauchen wir verschiedene Wege und Mittel, um dahin zu kommen. Und ich brauche meine Räume, wo ich mit schwarzen Menschen bin, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich vielleicht weinen kann, wo ich Stärkung erfahren kann, um dann in einen solchen Raum kommen zu können, um ganz entspannt kluge Sachen zu sagen. Aber es braucht beides und deswegen, ja. Schön, dass du entspannt bist, das freut mich. Mit Wasser. Ja, trink. Also wir haben noch genug da. Daran wird es nicht scheitern. Was mich noch interessiert, wie bist du eigentlich so zum Schreiben gekommen? Also das ist ja, also mit Wörtern spielen ist ja auch immer eine... Ich erzähle immer, ich wollte eigentlich Schauspielerin sein. Ja, ich wäre eigentlich eine Schauspielerin. Oscars und so. Aber ich war sehr jung, ich habe gemerkt, okay, es gibt nicht sonderlich viele Rollen für schwarze Mädchen und schwarze Frauen. Und ich bin dann zum Schreiben gekommen, indem ich mir gesagt habe, ich schreibe meine eigenen Filme und Theaterstücke und setze mich in der Hauptrolle. Aber anyway, ich bin noch an dem Projekt, ich sitze noch an dem Projekt dran. Und dann habe ich angefangen, Gedichten, Kurzgeschichten zu schreiben. Die Novelle, die Dinge, die ich denke, wenn ich höflich lächle, habe ich in 2011 geschrieben, zunächst auf Englisch. Das ist 2012 in Edition Assemblage rausgekommen. Und dann wurde das auf Deutsch übersetzt. Und das war für mich sehr wichtig, diese Novelle zu schreiben, weil mir fehlte Geschichten, wo schwarze Menschen, schwarze Frauen, schwarze Mütter in der Hauptrolle sind, also Hauptfiguren sind, die ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. Diese Frau lebt in Berlin, hat Struggles mit Beziehungen, mit Freundschaften. Also Probleme, die wir, denke ich mal, alle kennen. Sie lebt in Trennung. Halt aus einer schwarzen Perspektive, eine schwarze feministische Perspektive. Und das war mir wichtig, weil das gehört auch zu meinem Konzept von Schutzraum, dass wenn wir alle jeden Tag so gegen Rassismus kämpfen, gegen Sexismus kämpfen und so, ist schön, mal ein Buch nehmen zu können und einfach zu lesen, ohne beleidigt zu sein oder ausgeblendet zu sein. Das war so ein Teil von mir, von meinem Aktivismus am Anfang. Okay. Jetzt hast du es auch schon gesagt, hier in Berlin, du hast davor, erst seit 10 Jahren hier davor in London gelebt. Wie würdest du da so die Unterschiede beschreiben? Also London ist ja für uns auch immer, also sehr, ist auf den ersten Blick auch mal eine wahrscheinlich noch deutlich vielfältigere oder buntere Gesellschaft, würde ich jetzt mal so pauschal einschätzen. Wenn du da so die Vergleiche ziehst. Wie es ist, in London zu leben? London und hier? Ja, London ist sehr viel größer auch. Also es gibt, erlebe London als eine extrem schöne Stadt, wo es angeht, verschiedene Lebensstile,
verschiedene Menschen, verschiedene Hintergründe und Geschichten, die sie mitbringen. Sehr viele Touristinnen natürlich. Ich fand es sehr schön, in London aufzuwachsen. Allerdings über die Jahre wird es immer teurer. Was ich ungünstig finde, gerade in der Entwicklung zu diesem unsäglichen Brexit, ist die Vorstellung, dass Mensch, dieser ganz natürliche Prozess von Migration und, also ich mag das Wort Integration nicht, aber let's use it for now, dass dieser ganz natürliche Prozess, was seit Jahrzehnten, Jahrhunderten stattfindet, man meint, man kann das rückgängig machen mit dem Austritt aus der EU oder so, das ist schräg. Und in Berlin habe ich das Gefühl, ich habe sehr viel mehr Möglichkeiten, mich frei zu entfalten tatsächlich. Denn zumindest damals, als ich hierher gezogen bin, waren die Miete sehr, sehr viel günstiger. Die Lebensumstände, also zum Beispiel die Lebenskosten, BVG oder Essen oder so, das waren alles für mich erschwinglicher. Ich habe als alleinerziehende Mütter gelebt. Ich hatte das Gefühl, meine Kinder konnten hier sehr viel selbstständiger sich in die Stadt bewegen, als sie es in London hätten tun können. Allerdings ist dieser Diskurs um Diskriminierung und Rassismus, mir fehlt das Wort gerade Community Cohesion. Community Cohesion wäre sowas wie Zusammenhalt der Gemeinschaft. Ich erlebe das als sehr fortgeschrittener als in Berlin und in Deutschland. Und nochmal ganz kurz am Schluss die leichteste Frage. Du hast aber dir auch geschrieben, so langfristig wünschst du oder hoffst du auf eine Gesellschaft, in der alle wissen, was rund ist, was gerade ist, was kurvenförmig ist. Jetzt hast du schon gesagt, irgendwie in London sind sie in der Diskussion schon ein bisschen weiter. Was glaubst du, müssen wir tun, um da langfristig irgendwie hinzukommen, damit wir wissen, was rund ist oder was muss da noch alles geschehen? Ich würde ungern den Eindruck hier lassen wollen, dass die in London besser sind und Berlin muss wie London werden. Ich glaube, die Kontexte und die Geschichte ist tatsächlich zu anders, um das eine Strategie von dort hier rüber zu stülpen. Ich glaube, was sehr gut immer noch in Berlin funktioniert, ist, dass es so viele verschiedene selbstbestimmte Gruppen gibt, Gruppierungen gibt, Communities, AktivistInnen gibt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Es scheint sehr viele Konflikte zu geben, aber ich erlebe sie als produktiv, also diese Diskussionen, die auch in Social Media und in den Medien, Zeitungen und so ausgetragen werden. Das sind sehr wichtige Sachen, worüber wir uns auseinandersetzen und ich würde sagen, weitermachen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Bei den Konflikten noch eine Nachfrage. Uns als Grüne wird ja immer oft dann so vorgeworfen, so mit Multikulti und wir malen dann eine heile Welt, wie alles ganz schön ist und alle miteinander. Es gibt jetzt auch ein paar Bücher, die gerade rausgekommen sind, die nochmal so sagen, ja, also diese Vielfalt und Diversität, die führt erstmal auch zu vielen, also nicht Problemen, aber natürlich muss man sich mit verschiedenen Positionen auseinandersetzen. Also da gibt es ja auch Streit. Du hast den gerade konstruktiv gesehen. Ich glaube das auch, aber ich meine, das ist ja vor allem etwas, was dann auch sichtbar wird, ausgetragen wird und dann vielleicht zum respektvollen, anstandsmäßigen Umgang miteinander führt. Und ansonsten ist ja einfach unterdrückt, aber oder wird von der Mehrheitsgesellschaft einfach totgemacht und müssen schweigen. Aber eine vielfältige Gesellschaft ist ja nicht gleich eine bessere oder eine einfachere, sag ich mal. Eine vielfältige Gesellschaft? Nicht einfacher, also in den Auseinandersetzungen, die sind dann ja nicht auf einmal weg. Oder geht das, dass alle, wenn alle wissen, was rund ist, sind ja die Konflikte nicht auf einmal weg? Nee, dann fangen sie erst richtig an. Nee, ich glaube, es ist... Ich will immer Menschen zitieren und dann vergesse ich den Zitat sofort, aber vielleicht kann man das googeln nachher. Martin Luther King hat irgendwas in der Richtung gesagt von so ein Negative Peace, also ein Frieden, das
Ich sehe ein bisschen nicken, sehr gut. Also wenn es einen Raum gibt, wo alle sich zu verstehen scheinen, dann wird irgendwas unterdrückt. Davon bin ich fest überzeugt. Und es ist sehr wichtig, dass Leute sich ausdrücken können und sagen können, wenn denen irgendwas, wenn der Schuh irgendwo drückt, müssen das sagen können. Mein Problem ist, wenn das dann mit Disrespect losgeht, ne? Respektlosen Umgang, das mag ich nicht. Aber wenn Menschen sich ausdrücken und sagen, dass denen irgendwas nicht gefällt, dann ist es ein Zeichen davon, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Okay, also eine Gesellschaft, die wir... Ja. Gut. Probleme gut benennen können. So, ja. ich hab auch hier hinten schon... Wir haben ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, Schokolade. Oh. Und dann sind noch Einhorn-Katjes Gummibärchen mit dabei. Die sind aber, weil es eben in der Gesellschaft nicht immer mit Vielfalt nur einfacher wird, saure Gummibärchen. Okay, dankeschön. Herzlichen Dank, dass du da bist. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Geschichte. Vielen Dank. Sehr, sehr großartig.